Wie haben Sie den 9. November erlebt? Den 9. November, ich saß zu Hause vor dem Fernseher, ich hörte die Nachricht. Mein erster Gedanke war, das ist die letzte Rache der Stasi. Die haben das hingekriegt, jetzt hauen die alle ab, jetzt fahren die alle rüber, jetzt stehen wir hier alleine auf der Straße bei unserer Demo rum. Das war der allererste Gedanke. Und ich habe bis Januar gebraucht, bis ich den Entschluss gefasst habe, meinen Freund Brase in Berlin zu besuchen. Ich war stinksauer.